Herzlich willkommen zu Minecraft. Unlimited. Unlimited. Stark. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Unlimited. Jetzt glaube ich, was vorbereitet, was vorbereitet geht. Und Autocraften jetzt einigermaßen funktioniert. Davon habe ich. Infodiertes Silizium habe ich jetzt auch genug. Dafür ist mein Redstone-Bestand jetzt geschrumpft. So ein Rum. Glasscheibe. Nee. Gut, von den Kreuzungsrohren haben wir auch mehr als genug. In irgendeiner meiner großen Taschen. Oh nein. Das hier draußen passiert. Ja. Verbergung. Das heißt, ich möchte sehen, diese Items hin habe. Oh. Dann brauchen wir Schnittstellen. Dafür brauchen wir wieder die Kreuzungs. Ja. Redstone. Denkt mal, wir haben jetzt alles. Und ich habe vor, das Autocrafting erstmal hier zu platzieren. Aber mache ich es am geschicktesten mit dem Kabel. Aber die Wand hier ist ja nicht tot. Ich habe ja hier hinten an. Ja. Das Kabel läuft hier entlang. Die hier ziehe. Hier dran die Schnittstelle. Autocraften kann. Dann ich eigentlich hier nach unten weg. Und dann müsste rein theoretisch mit Glowstone und 1 versetzen. Dann könnten wir hier durchgehen. Und hier hochkommen. Das kann ich dann mit Covers abdecken. Ja. Dann müssen wir mal hochgehen, müssen Kabel holen. Brauchen normale Kabel, die Kreuzungs- Schnittstellen. Da jetzt hier ja eine Abtrennung ist und weitergehen, möchten wir das Kreuzungsrohr. Da könnten wir mit dem Kabel weitergehen.
Kann ich hinhauen? Hin. Wo können wir machen? Was möchten wir zuerst automatisch? Versuch mich mal an den Solarpanel. Dafür müssten wir mit dem ersten Panel anfangen. Das erste Panel benötigt Glas und Eisen. Glas. Eisen. Dann Slots. Dann Eisen. Und ja, das Glas. Bett. Und jetzt müssen wir halt dem Herstellungstyp das Rezept auch noch einbringen. Wie man das macht, muss ich jetzt mal gucken. Extension, keine Erweiterung, Matrix. Müssen wir ihm jetzt das Rezept hier auch eingeben? Aber nur ein Eisen. Man kann hier am Output zeigen. Okay. Das heißt, wir packen mal hier ein Eisen mehr mit rein. Kommen drei Arrows rauf. Die Karte jetzt hier reingeben und gehen und wegmachen. Das scheint. Oder geistern die Items? Sind auch hier drinne. Ach, die lagen da, okay. Was ist, wenn wir jetzt nur einen bestellen? Er muss ja aber drei herstellen. Ist dann jetzt hier rum. Wenn ich das hier scanne. Das Item weiß jetzt nicht, wo es hin darf. Und eiert hier in dem Rohr rum. Das heißt, wir müssen eine Karte aus dem Orangen. Sonder, ja. Emek. Der Unterschied. 3. Kann man an dem was einstellen. Whitelist. T1. Heißt, die jetzt hier rein tun. Ist der. Weg. Eigentlich wissen wo. Darfst da doch rein. Ich hab dir die Erlaubnis gegeben. Oh.
Oder muss der Responder-Chip auf Blacklist? Ah, jetzt hat er es angehört. Gut. Problem gelöst. Und wir bestellen mal eine zufällige Zahl. Was nehmen wir denn mit das und das? Und das ist eine Zahl, die nicht durch 3 teilbar ist, heißt, da müssten Restbestände bleiben. Achtundvierzig und 1 bleibt übrig, heißt, wir kommen ein paar hin und 2 beim Vorgang übrig bleiben, müssten rein theoretisch ins Lager gebracht werden. Und dann lassen wir mal ein kurzes Scan laufen. Kurz, wenn das Ding craften ist. Gucken wir auch mal an, das sieht auch relativ aus. Das ist jetzt etwas erhöht, weil das Ding am Craften. Wir irren aber keine Items mehr rum. Dann passt es ja. Gut, machen wir mal den Scan aus und gehen mal zum nächsten Rezept. Das nächste Rezept bei Solar Flux wäre dann das 1 Solarpanel. 3 Spiegel, 1 Holz und 5 Bretter. Nehmen wir das Holz und sagen ihm, wer Bretter macht. So, hier kommt's rein. Und brauchen wir dann wieder erstmal Platz im Inventar. Habe ich zu haben. Ah, gut. Steht hier. Holzbretter wollte ich. Ja, Holzbretter. Oh. Herstellungschip. Einen. Voll. Rum. Matrix. Packst hier ein Holz rein und hier Bretter als Output. Packen wir. Heißt, das müsste auch definiert sein. Das ist das nächste Rezept. Schade, dass es hier keinen Knopf gibt, um das so reinzuschieben. 3 Spiegel. 3. Retter. Und Redstone. Gut, damit würde das hier funktionieren. Jetzt dürfen wir das gleiche nochmal den Chip programmieren. Der einen Chip. Die Matrix, in die Mitte darfst du Redstone packen. Bis dahin. Das hier. Und da müssen wir auch ein zeigen. Heißt, wir packen mal hier 3 davon rein. Davon. Wetter. Da kommt nämlich das hier raus. Solarpanel 1.
Und wenn wir jetzt hier hingehen, erstmal die Riegel zurückpacken, Holz zurückpacken. Bestellen wir mal spaßeshalber 10. 10 Solarpanel. Okay, und jetzt machen wir noch den Härtetest. Was passiert, wenn mehr Items bestellt werden, als in den Tisch reinpassen? Heißt, wenn wir jetzt 100 bestellen würden, eiern dann die Items hier Kabel rum oder packt er die nur rein, wenn Platz ist? Sieht nämlich so aus, dass die hier rumeiern. Und so wie ich mir das denke, wenn die rumeiern, ist das Server leise. Jetzt müssen die Spiegel nachgepackt werden, die schnell genug hergestellt. Und ich schätze mal, dass die drei Kabel jetzt hier 200, 300 Ticks haben. Dann 358, 358, 200, weil sie dauerhaft am Arbeiten. Okay, heißt, wenn wenig Leute online sind, für eine kurze Zeit kann man das laufen lassen, aber das ist kein Dauerzustand. Und er ist ja immer noch am Herstellen. Was wäre jetzt T2-Version? Ein Kolben. Okay. Kriegen wir. Stein. Wetter. Wetter. Und ein bisschen Redstone. Mal gucken, ob ich es aus dem Kopf kriege. Nein, jetzt hier. Ich weiß jetzt nicht, ob Redstone in der Mitte war. Unten war. Okay. Heißt, das hier auch wieder rein. Drei Bretter oben. Bruchstein an der Seite. Redstone unten und Eisen. Bitte. Jetzt müssten wir ihm halt noch sagen, was da rauskommt. Und da gucke ich mal, ob ich noch Kolben habe. Kolben, Kolben. Da müssen wir mal eben einen Kolben so herstellen. Und ihm das hier sagen. Da Kolben rein. Das Rezept von hier. Passt es auch. Und du machst jetzt aus einem Kolben und ach davon, nein, nicht sofort. Machst du mir ein T2? Craft den Kolben. Kannst du da 10 machen? Gut, wir müssen dann auch noch eins zusammencraften, das ich zeige. Tatatam. Damit alle eins. Komm, ein Kolben in die Mitte, dann kriegst du das hier. Das Rezept habe ich hierher. Gut.
Jetzt wäre halt noch geil, wenn es vom Projekt mit eine Möglichkeit geben würde, um zu gucken, was gerade an Aufträgen aktiv ist. Wird es bestimmt eine Möglichkeit geben. Ich kenne sie nur noch nicht. Schnittstelle erstellen. Bestellrohr. Müsste ich eigentlich das Mats haben? Ja. Ja. Wissen Sie. Ah. Haben wir drei. Ohrenstaub. Brauchen wir auch noch Schleim. Können wir das hier zusammen craften? Und dann gucken wir mal. Stelle. Wenn ich das hier anschließe, was macht das Stelle? Firewall Pipe. Schrott. Okay, da muss ich erstmal durchlesen, was das Kabel hier. Da können wir dich mal. Aber wenn ich es richtig sehe, müssten jetzt die Solarpanel gecraftet sein. Packen ihm mal alle Bestandteile, die brauchen könnte, rein. Dauert es halt einen Moment, bis es eingelagert ist. Hier kann ich mal Stein, Eisen, Beretta. Das ist jetzt drinne. Gut. Versuchen wir mal hier 10 zu bestellen. Mal gucken. Bestellt. Gut, da haben wir jetzt 10 bekommen und jetzt machen wir zum Abschluss der Folge noch einen Scan, um zu gucken, wenn das hier fertig ist, wenn das fertig mit Craften ist, ob das hier immer noch so hohe Belastung hat oder ob es hier besser läuft jetzt. Ist der rein von der Logik her? Ich weiß, dass ich jetzt Logik gesagt habe, was nicht manchmal klug ist. Rein von der Logik her müssten die Kabel hier relativ entlastet sein. Ja, sind sie auch. Das freut mich. Dann ist das System nur belastend für den Server, wenn es aktiv ist. Und ansonsten im Idle ist es eigentlich ein Witz. Gut. Würde ich mich mal bedanken fürs Einschalten. Dann sehen wir uns die Tage wieder. Wiedersehen.